Yep, das war das Schlüsselloch, das wir haben geschlossen. Naja. Du kennst die Regeln, oder? Naja, wir haben noch kein neues Dings. Ja, wir haben es geschafft. Herkules Welt ist abgeschlossen. Ja. Ist das nicht geil? Und wir haben ein schönes neues Schwert, was ich wirklich jetzt erstmal ein bisschen, naja, nicht mehr lange, aber ein bisschen behalten werde. So, ab in die Next World. Außer wenn er uns jetzt sagt, wir kriegen den nächsten Cup. Aber der nächste Cup kann noch gar nicht kommen. Junior Held. What the fuck? Hä? Wie ist denn das? Wie habt ihr das gemeint? So, ab ins Wunderland. Weil wir haben da ja auch noch was. Nämlich weißes Triotech, oder? Richtig. Und dann haben wir weniger Mana, sowieso schon. Shit. Herr Tribunal, ich will mich hier noch kleiner machen. Ich habe es auch geschafft, die ganz normalen wie heißen sie denn nochmal? Schattenlurche, genau. Giga-Schattenlurche zu besiegen. War gar nicht so einfach. Da haben wir einen Rafungi drin. War gar nicht so einfach, sag ich schon. Hä? Bin ich bescheuert? Das war relativ einfach. Ja. Wenn er Sora nur den geringsten Schaden zufügt, wird er vor reinem Glück verschwinden. Ja. Das ist ja die Macht. Die Macht, die er hat. Boah, das Schwert ist so. Natürlich hat das eine Durchschlagskraft. Das ist pur hart. So. Hier habe ich. Ja, hier habe ich gekämpft. Eine Zeit lang. Jedenfalls. Ne? Also, die Freudentaue gesammelt. Unter anderem. Und auch die Wuttropfen. Bin ich denn behindert? Egal. Mal gucken, ob wir die Wuttropfen bekommen. Zeige euch jetzt einfach mal, wie ich das gemacht habe. Ich bin einfach rein und habe da alles gesnackt. Eigentlich nichts Neues oder nichts Großartiges. Stehe ich nochmal ein bisschen mein Mikrofon wieder um. Also das, wie ich das jetzt habe, ist echt anstrengend. Ja, wir können schon wieder umdrehen. Das ist nicht so doll, meine Freunde. Das ist nicht so doll, wie es gerade aussah. Wir haben auch schon eine relativ große Lebensleiste. Aber wenn man Goofys Lebensleiste sieht, Alter, hat der eine große Lebensleiste. Mann, hat der eine große Lebensleiste. Boah. Gott. Da ist natürlich geil, diese Fähigkeit. Ich wollte das andere Schild noch ausrüsten. Gehen wir nochmal eben rein. Bam, bam, T-Party-Garten. Ja, und das war die ganze Zeit so. Ich wollte das Schild ausrüsten für Goofy. Das Herkules-Schild, es ist einfach 6 Punkte stärker. Es ist wirklich einfach so. Es ist einfach 6 Punkte. Ja, sieht natürlich jetzt ein bisschen behindert aus, weil eigentlich sollte der ein großes Schild tragen, so einen richtigen Defender. Aber den Defender habe ich beim Training nicht bekommen. Ja, es gibt ein Schild, das heißt wirklich Defender. Und das kriegt man mit 2%iger Wahrscheinlichkeit von einem Defender. Von diesen komischen Rubbelteilen, die mit dem Schild rumratzen. Ja, also das ist wirklich nicht viel, was man die Chance hat. Das ist Herztribunal. Wie war das denn nochmal? Ich bin voll vergesslich. Merkt mal, wie lange ich diese Welt nicht mehr gemacht habe. Ich bin auch dumm, oder? War das hier überhaupt? Ja, ganz sicher. War nicht irgendwo hier so ein... Nö. Also, wo ist ganz? Okay. Pass auf. Pass auf. Pass auf, Kleiner. Wir gehen nochmal in den Tee-Party-Garten. Gehen nochmal dahin. Dann gehen wir hier raus. Ja. Und treffen uns dann im Lotusheim wieder. Oh, hier. See ya. Bats. Die nehme ich mit.
So. Hey, bleib hier. Hey, Killer. So, und... Ja, natürlich kein Glück gekriegt. So, wenn du dreimal das gleiche hast... Dann soll... Nein! Komm auf! Hat man eine höhere Chance, kriegt man mehr Punkte, man freut sich. Und die Chance auf ein Item, was man brauchen kann, ist erhöht. So. Aha. Problem ist, verschwinden die irgendwann. Das ist nicht so toll. Aber man sieht, boah, wow, 10 Punkte, also 12 Punkte. So, den Blitzmeister noch erhalten. Geil. So, jetzt machen wir einfach wieder Standard. Na, komm. Was als nächstes? Blitz. Ich habe immer so einen hier in der Mitte. Weil dann kann man nicht, braucht man nicht lange snacken. Da hat man das halt einfach, da hat man die Kirsche. So, relativ einfach. Man muss es nur verstehen, wie es macht, zu machen ist. So, das ist das Einzige. Man muss es verstehen. Und das habe ich am Anfang ja gar nicht getan. Ne, da war ich ja blöd wie Hunsel. Wunderzimmer. Rein damit uns. Und. Flop. Das ist irgendwie falsch. Einfach rein. Einfach wieder runter. Einfach runter. Ja, ich hätte, glaube ich, von da auch gehen können. Ja, okay. Ah, der Lotushain ist auch so ein hässliches Teil. Wow. Wunderzimmer. Reiner mit uns. Reiner mit uns. Jetzt kommen wir mal ins Richtige. Ja. Dam 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 dam. Ja, Leute. Aber Schaden macht er schon. Ab ins Bild. Aber nicht Bild, die deine Meinung. Sondern bilde dir sie selber. So. Und natürlich. Ba 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 ba. Die Kiste, die wir brauchen. Und was ist da drin? Herzensbrecher. War doch eins, aber echt nur mit dem weißen Trio-Tech. Herzbrecher. Maximal MP steigen um 2. Ist das so ein Spell, also ein Caster, kann man sagen. Ja, gut. Haben wir das. Ab in den tiefen... Wo war denn das im tiefen Dschungel nochmal? Wie, wo war das denn nochmal? Ja, ich bin gerade ein bisschen überfragt. War das denn nochmal? Also ein bisschen Truhensuche. Gehört ja auch mal dazu. Jo. Wo war das? Also das Triogramm haben wir noch viele Möglichkeiten. Also so viele auch nicht. Ich glaube, das hat das Teil nur 5. Ich glaube, das hat nicht viele. Triotex. 4 Stück. Also einmal ist es dort. Wo war es denn noch? War ein Agrabah was? Tiefer Dschungel. Irgendwie war da noch was oder da noch was. Wir gucken, wir fahren, fliegen jetzt mal dahin und laufen da. Das weiß ich natürlich jetzt erstmal beim Camp. Das weiß ich. Ja, sollte da sein, jedenfalls. Wir können jetzt außerdem das Minispiel machen. Kein Scherz. Zelt. Das sollte da sein.
Skuna hatten wir hier schon abgefarmt, ne? Glaube ich, jedenfalls. Glaube ich, echt jedenfalls. Hatten wir das Grüne überall abgefarmt? Wir gucken uns hier nochmal um. Und das Weiße sollte... Es sollte hier sein. Junge, das ist jetzt so suboptimal. So, einmal nehmen wir noch den Achatsplitter mit. So. Wo ist denn das weiße Trio-Tech? Das war hier nicht? Ehrlich nicht? Blubber kein Scheiß. So kacke. So kacke. Ah, sieht aus immer aus wie ein Gnadeteil, das ist interessant. Okay, das ist so suboptimal. Okay. Wasserfall. Gehen wir nochmal da rein. Weil wir haben ja jetzt auch die Möglichkeit, höher zu springen. Und uns nochmal eine Kiste zu schnabulieren. Mithrilerz. Naja. Okay. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich weiß es echt nicht mehr. Bin mir echt gerade unsicher. Ich weiß es nicht mehr, ganz ehrlich. Eigentlich sollte in jeder Welt ein weißes Triotech sein. Bloß, wo war das hier? Ach, wirklich hier? Lol. Okay, da muss man aber einen langen Weg laufen für. Sieht man auch. Urikalkon. Ja, Mann. Das ist so gut. Das ist so gut. So gut. Beste, Mann. Und runter mit uns. Upp. So, runter weg da mit uns. Felsklippe. Okay. Weiter geht's, würde ich sagen, ne? Ab zur nächsten Truhe, die ich total vergessen habe damals. Ja, das war Mana verschwenden auf hohem Niveau. Haben wir es jetzt mal? Danke. Mega Portion. Für den kleinen Hunger. Was war das denn jetzt? Tut mir leid. Aber da muss ich mich echt krass räuspern. Liegt auch vielleicht daran, dass das schon wieder 20 vor 5 ist. Ich habe ein paar Stunden gespielt. Und zwar fast am gleichen Tag, nachdem ich gepennt habe. Und ich hatte tierisch Probleme, ist kein Scherz. Kann ich mal eben erzählen. Ich habe ja ganz normal aufgehört aufzunehmen. Ja, ganz standardmäßig. Ich habe die Konsole ausgemacht. Ja, denk an nichts Böses. Ja. Gepennt um, glaube ich, 10 oder 11 Uhr. Ja. Denk an nichts Böses. Nichts Böses. Ja. Und das zockst du irgendwann wieder. Liebe Megasturm, sei mein Zeuge.
weil ich nebenbei noch, ja, irgendwann gefragt habe, ob wir dann BF3 spielen wollen. Und ich dann aber noch nebenbei gerendert habe. Und ich habe die ganze Zeit gefarmt, gefarmt, gefarmt. Und, naja. Naja, für die Leute, die nicht wissen, wer Megasturm ist. Megasturm ist mein Bro, mein Homie. Der, der mich zum Let's Playen wieder gebracht hat. Ja. Genau. Was soll ich jetzt sagen? Was wollte ich? Ich habe keine Ahnung, ey. Ich habe keine Ahnung. So, ja, hier hatten wir noch eine schöne. Hier hatten wir noch Truhen und anderes Gewirbel. Darum gehe ich jetzt in die Höhle, die Halle der Speier. Weil da speien wir mal was. So, ich kenne mich mal alle kreuzweise. Ah, hier ist noch ein gelbes Triogramm. Siebart. So, erstmal hier, ne? Donald. So. So, haben wir das. Naja, komm, wir fahren runter. Oder fliegen runter. Wir fliegen sogar noch. So. Das war gar nicht so dumm, dass das runtergefallen ist. Frag mich nicht weswegen. Irgendwas war damit. Egal. Schwimmen wir erstmal runter. Den Wasserfall. Wo man auch hätte laufen können. Aber laufen ist ja. Ups, das war falsche Seite. Die nächste Förster ermöglichen uns jetzt außer dieses mega schnelle Schwimmen. Auch über Wasser. So, über Wasser? Ja, über. Nein, auf Wasser, nicht. Über Wasser. Ja, dann laufen wir. Wir können über Wasser laufen. Nein, dadurch kommen wir jetzt hier hin. Und dadurch dahin. Und dann kommen wir zum Ort der Scheue. Und. Oh, zum Glück können wir das so berühren. So, und jetzt müssen wir wissen, wo das ist. Das ist nämlich unser Geschenk. Wo waren das? Wo waren das? Wo waren das? Ich bin gerade hoffnungslos, aber wirklich hoffnungslos überfragt. Kein Scherz. Kein Scherz, ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Oh, der Schatten. Das war hier. Oh, der Relikte. Bord. Junge, Bord. Ich habe keine Ahnung. Oh, der Stelle. Okay. Auf da. Ich habe keine Ahnung. Es ist wie so ein vertracktes Labyrinth. Wo war denn der Kack? Wir hätten auch so rüberfliegen können halt. Das ist es halt. Keine Reaktion. Idiot. Idiot. Hasta Gummi. Oh, geil. Und die Welpen. Ja, die nächsten Welpen. Yes. So, weiter. Wir haben natürlich ein bisschen was vor uns. Wir müssen A noch das Trio-Tech kriegen. Und wir haben auch noch ein paar, aber nur dezent wenig Truhen hier. Bevor diese Welt vernichtet wird. Hört sich jetzt böse an. Ist auch nicht so, wie ich das jetzt gesagt habe. Bloß, diese Welt hat irgendwann etwas. Ja, das ist ein erster Boss, mein Gott. Und da ich das irgendwie umgehen wollen würde, wie komme ich denn? Krass.
Halle der Speier. Ja, Leute. Alles umgehen können. Ja, hätten wir umgehen können. Mist.